Totenboot oder My Boat on the Bottom. In den Binsenbuchten scheint alles zu Ende. Die aus Schilf geflochtenen Stunden, jede Erinnerung blaugrün, jeder Raum. Die Legende von den Lichteiern, die verborgen liegen sollen in einem Binsennest in der Mitte der Zeit. Eine dieser Schilflügen. Das Krächzen eines Kolkraben fliegt in der Stille auf dich zu wie ein rostiger Speer in Zeitlupe. Noch könntest du weglaufen, doch du verhedderst dich in den losen Enden, die überall herumliegen. Ein Makrelenschwarm fliegt an Land, ein Kormoran hinaus, auf ein altes Ziesenboot, das den Anker warf, nicht weit vom Ufer. Es liegt ohne Kapitän, doch es mangelt nicht an Matrosen, die Kormorane. Das scheint dir verdächtig in dieser Bucht, die dich auflecken will mit ihrer blauen Zunge. Du fragst dich zu spät, ob der Kolkrabe der Bote ist und zugleich der, der den Kurs vorgibt. Man hört, sie seien gute Kapitäne, die Kolkraben. Mit untrüglichem Gespür für die Fahrrinnen in den Gewässern des Nichts, verborgene Felsnadeln, Sorgen, Klippen, Seen, Riffe. Und du verstehst zu spät. Das Ziesenboot mit seinen Kormoranmatrosen, es wartet auf dich. Und dieser Kapitän duldet keine Meuterei. So,